Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Let's Play-Serie zu Resident Evil 7, powered by Shadow PC, unserem Rechner in der Cloud. Und die Leute im Live-Chat können es schon nicht mehr hören. Wenn ihr Shadow PC ausprobieren wolltet, hier oben steht ein Rabattcode. Ich schenke euch 10 Euro im ersten Monat. Greift zu. Und wir greifen jetzt auch zu. Wir haben, glaube ich, die ersten knapp anderthalb Stunden gespielt. Und ich habe mir doch derbe fast in die Hosen geschiedert, wie wir Norddeutschen sagen. Und ja, wir haben Jack schon getroffen, Jack Baker. Und es ist schon die erste Fluchtsequenz. So, und wir haben es zumindest in den Safe Room geschafft. Abendessen. Oh, übrigens, ich habe noch ein Gewinnspiel für euch. Nachher, ihr könnt Resident Evil 2 im Remake gewinnen. Don Hubi geht ab. Aber sowas von. Ihr könnt Resident Evil 2 im Remake gewinnen. Und zwar bei Cloud Play. Da müsst ihr eigentlich nur auf den Social Media Kanälen von Cloud Play eine DM oder so schicken mit dem Hashtag Resi2. Bis Freitagabend 20 Uhr könnt ihr mitmachen. Und am kommenden Sonntag wird dann der Gewinner im Podcast gezogen. Also wenn ihr mitmachen wollt, über Ausrufezeichen Social findet ihr zum Beispiel meinen Linktree. Und da findet ihr natürlich auch alle weiteren wichtigen Links zu den Social-Media-Kanälen, auch von Cloudplay, um beim Gewinnspiel dabei zu sein. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir sind aber noch... Eigentlich sind wir ja noch in Ordnung. So, jetzt wollen wir Resident Evil 2 spielen. Was haben wir denn hier noch? Die Miefen furchtbar. Ja, ich will auch nicht wissen, was das für ein Waschmittel ist, was die denn da verwenden. Dietrich. Nein, das ist aber nicht der Genscher, oder? Ich glaube, ich kenne die Kinder unter uns schon gar nicht mehr. Den Dietrich Genscher. Oh. So, ja. Den nehmen wir mal mit. Ich habe aber irgendwie Angst. Entriegelt. Klasse. Oh. Ich hoffe, er ist jetzt erstmal weg. Ich hasse ja diese Fluchtsequenzen. Ich hasse diese Fluchtsequenzen, dass man sich nicht wehren kann. Das ist so schrecklich. Bin ich am Telefon vorbei? Wo ist denn das Telefon? Ja, ich komme ja schon. Hä, wo ist das scheiß Telefon? Nee, das ist nicht das Telefon. Alter, wo ist das Telefon? Hat er schon wieder aufgelegt. Komm, wir nehmen sie. Der ruft wieder an. Der ruft wieder an. Oh, erste Hilfe-Arznei. Wir spielen übrigens auf leicht. Das muss sein. Handy, linke Hosentasche. Ich wollte gerade sagen, der hat ja nur eine Hand, aber die wurde wieder angetackert. Ach, warte mal, das Telefon ist doch, glaube ich... Ja, hier ist die Telekom. Sie hatten gesagt... Es ist die Telekom am Telefon. Oder, oh, viel besser, das ist hier das Zuhause vom Telekom-Techniker und das ist Chiki, der gerade anruft. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. So, und das zauberhafte Surren, was ihr im Hintergrund hört, das ist mein Ventilator. Ohne den würde ich hier eingehen. So, ich habe das Bedürfnis, erstmal speichern zu wollen. Schon wieder, kriegen wir schon wieder Z-Rank oder so, weil wir einfach zu viel speichern werden. Der Genscher drin.
Habe ich schon erwähnt, wir spielen auf leicht, weil aus Gründen ich mir so schon in die Hosen mache. Was ist das denn? Ein Foto. Ich wollte erst sagen, das sieht so ein bisschen aus wie hier ein Ink-Ribbon. Aber den brauchen wir ja nicht. Aber stell dir mal vor, wir bräuchten Telefonkarten, um zu speichern. Das wäre genial. Er sieht ziemlich arrogant aus. Das ist kein Foto von mir. Lukas. So. Zurück. Haben wir hier noch. Jack and Marguerite's. Was? 25. Hochzeitstag. Neisenstein. Könnt ihr das aufmachen? Nee, ne? Ich bin ja auch. Ich liebe Fotos gucken. Ich liebe Fotos gucken. Und ich meine damit wirklich ausgedruckte Fotos. 10x15. Ich hab noch nichts. Hauen, schießen, whatever. Okay. Achso, das war das. Oh, da kommt doch gleich bestimmt wieder irgendwas um die Ecke oder so. Ich habe vor jedem Respekt, der das Ding wirklich mit VR gespielt hat. Das habe ich letzte Woche, letztens schon gesagt. Oh. Hey, you! Hallo. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calling. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. So, noch mal ganz kurz die Frage in den Chat. Ist der Ton für euch okay? Ist Spielsound vernünftig? Ist es zu leise? Muss nachgedreht werden? Dann gerne Bescheid sagen. Find passt, sagt Dufte. Das ist gut. Ach, er kann noch nicht sprinten. Aber ich will jetzt. Ich werde sicherlich ja nicht alle finden. Aber wir haben Achievement unlocked. Er ist hier und dort und überall. Es ist Wackelkopfmann. Okay, jetzt gehen wir dann in die Garage. In die Garage. So, hier. Schon mal Pistolenmunition. Achso. Garage. Mein Gott, Gott sei Dank haben wir Untertitel. Ist das Kacke oder? Ach, das kann Rost sein. Ist ja auch, mache ich auch häufig so, dass ich Lichtschalter und so zuklebe, damit man da. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now, first, you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Fuck! I'm gonna kill him.
Ich hab nur noch einen Schuss. Ah! Waste of bullets, boy. Boy. Kann ich nicht? Wo ist ein Messer? Nein! Junge, hallo, sag mal. What's the matter, son? You out of ammo? Ja, ganz sachte. So, okay. Dann müssen wir wieder aussteigen. Ich kann das Messer nicht ausrüsten. Warum? Warum? Scheiße. Oh. Autofahren kann ich. Also ihr braucht euch bei mir definitiv keine Sorgen machen, dass ich euch irgendwie mal überfahren würde. Ist er tot? Also. Okay, das ist ein Nein. Finish this, you and I. Oh, oh yeah. Alle raus, ein Kreis. No, 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 no. Und habe ich die Fahrprüfung bestanden? Mein Fahrlehrer sagt, ich soll mir nicht immer so einen Kopf machen. Aber es hat nicht getutet. Ja, wenn der Fahrlehrer eingreift, tut er das ja meist. So, was hat er noch dabei? Er hat nix. Ach, jetzt. Ach so. Deswegen konnte ich das Messer nicht. Wie. Oh boy. Now look what you've done, motherfucker. This isn't the end. Hallo. Weg. Okay. Können wir noch was looten? Wenn ich schon mal hier bin. Was sagt denn unsere Health? Ja, ich würde sagen, wir warten noch. Aber wo wäre denn jetzt. Also kann ich nur unter. Okay. Okay. Kann mal reloaden. Und Kinder, nein, wir machen kein Knife. Do I have your attention, boy? You're about to see some wonderful. Oh, fuck! Junge. Smells like Teen Spirit. So, weiter geht's. Haben wir hier Flintenmunition. Das ist doch bestimmt ein Teil für die Tür, an der wir schon vorbei sind. So, macht er das jetzt auch auf? Knusprig, der junge Mann. Oh ja. Und deswegen, liebe Kinder, geht nicht so häufig ins Solarium. Haben wir hier noch? So. Kommen wir hier wieder runter? Können wir hier nochmal wieder rein?
Nee, dann lassen wir ihn ja raus, ne? So, ich rüste mal das Messer aus. So, jetzt müssen wir nur die Tür suchen. Aber erstmal speichern. Erstmal speichern. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass die Türen automatisch aufgehen. So. Lass uns doch mal. Warte mal. Hier mal rausnehmen. So, was haben wir denn? Wir haben Kraut. So, eine Flüssigkeit, die erst mit einer. Okay, dann kombinieren wir das damit. Ja. Machen. Okay. Haben wir noch ein Kraut. So. Dann packen wir das mal zur Seite. Dann haben wir. Bewegen ist da, okay. Wir wollen ja aufgeräumt haben, nicht? So. Gehen wir raus. Habe ich schon gespeichert? Ja, ne? Chat? Hilfe! Habe ich gespeichert gerade? Ich warte jetzt kurz. Ein bisschen Delay. Ja, ein bisschen Jan-Delay. Und alle so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich gespeichert habe. Scheiße, ich habe geschlafen. Lieber nochmal speichern nach Inventar. Also, ja, stimmt. Oh, da fällt mir ein, es gibt auf Steam ein Spiel. Das ist wirklich nur Inventar sortieren. Resident Evil mäßig. Ich meine so hier im Style von Resident Evil 4. Mit dem Koffer. Und das ist wirklich nur diesen, das und nichts anderes. Vielleicht gucken wir uns das ja auch nochmal an irgendwann, wer weiß. So. Ist das die Tür zur Freiheit? So. Schieß auf mich, schieß auf mich. Und Gott sei Dank nicht. Scheiß auf mich. So, wir haben noch einen Kraut gefunden. Schießpulver. Eine Münze. Und das Inventar ist gleich schon wieder voll. Geil. Telefon, Mann. Ja, erstmal das Inventar. Ja, ein bisschen Platz ist da noch. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Okay. Das kriegen wir hin. So, irgendwo war doch gerade. Ja, war doch gerade irgendein Prompt. Bin ich jetzt blöd? Ja, ich weiß. Das kann hier nicht verwendet werden. Machen wir schon mal das Uhrenpendel. Brauchen wir einen Schlüssel. Soweit, so gut. Zeitung. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Miss Kiddiff. Mit Kiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, soweit die Zahl der Ermittler sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 19. Januar 2016. Weitere Informationen erhalten Sie
In der nächsten Ausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst. So. Wir machen weiter. Alter. Das Ding ist, es sind meine Schritte, die ich gerade gehört habe. Ich habe was... Oh, dieser Ventilator da vorne. Ist im Schatten. Ich drehe durch. Wieder noch. Hallo? Ach was. Sollen wir mal... Hä, aber wir haben doch... Warte mal. Kombinieren. Schießpulver, flüssige Chemikalie. Wir haben flüssige Chemikalie. Die können wir doch jetzt im Schießpulver kommen. Geil. Machen wir einfach mal. Warum? Weil wir es können. Ey, dieser Ventilator machen wir da vorne fertig. So, das ist ja die echte Schrotflinte. Das ist so ein bisschen so hier so ein... An das Original Resident Evil 1. Wenn ich die nehme, geht die Tür zu. Dann komme ich hier nicht mehr raus. Aber die holen wir uns später. Gehen jetzt mal nach oben. Mutti ist auch schon am Start. Ey, diese Schritte. Das macht mich fertig. Evelyn, 2. Mai 2014. Die Frisur sitzt. Das ist eine sehr stabile Vase. Ja, ich habe das Klo benutzt, aber ich habe jetzt leider kein Kleingeld dabei. Tut mir leid, aber ich gehe dann mal weiter. Oh, ich weiß, dass der doch nochmal wiederkommt. Oh, scheiße. Okay, Stricke ist heilen. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe ja erst vor 2 Wochen das letzte Mal gespielt. Da gehen wir gleich rein. Ich wollte dann... Also, C ist Crouch. Brauchen wir einen Lockpick, ne? Okay, vielleicht finden wir ja noch. Marjorie. Okay, hier geht's runter. Nehmen wir mit. Das wird aber auch gestärkt, ne? Also Tab kommen wir ja auch. Das ist ja schon mal gut. Ach, die flüssige Chemikalie wird nicht gestärkt. Okay. Aber die Flaschen kann er stacken, ey, oder was? Badezimmer. Sehr schön. Auch nichts drin. Munition. Also ich glaube, die Munition, die können wir uns noch aufsparen, weil wenn Jack kommt, bringt uns eh nichts. Ich würde ja schon gefühlt fast wieder runtergehen, aber... Ich weiß nicht, ob ich denn irgendwas trigger, was ich noch nicht triggern will. Ein Video-Recorder. Schießpulver. Nimm mit. So, jetzt müssen wir mal gucken, weil jetzt ist, glaube ich, jetzt ist voll. Okay, pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir können, wir machen einmal Kombination mit Schießpulver. Dann machen wir einmal die Kombination mit Crowd. Und dann haben wir schon wieder Space. Nice.
2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lucas helfen. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lucas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn es wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Was daraus wohl geworden ist? Oh, warte mal, ich lach hier nochmal. Hä? Ist das jetzt eingesammelt? Okay, machen wir gleich. Ein bisschen Video gucken. Hier ist nichts drin, ne? Alles, was wir uns angucken können, muss ich nicht selber spielen. Okay, jetzt kommen wir hier. Ah, schon mal merken. Quasi so als Fluchtroute. So. Marguerite, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Okay. Eine Münze. Werden die Münzen... Ja, die werden gestackt. Guck mal, hier haben wir die kaputte Flinte und die können wir dann nachher unten austauschen. Wenn wir dann einen Schlüssel haben. So. Jetzt wollen wir erstmal Video gucken. Wie gesagt, alles, was wir uns angucken müssen, müssen wir nicht selber spielen. Naja, hier indirekt, aber gut. Aber VHS, ich vermisse das auch irgendwie. Anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Oh nein! Digga, ich lauf pauschal auch immer in die falsche Richtung. Over here, Mommy. Also, der hat auch ein Inventar. Nice. Deserve this except open my home and feed you. Gibt's nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. I don't understand you at all. This is a gift. Will ich berechtigt zu. I don't know what you want to do with that boy, Ethan. Ich hab noch gesagt, ja, was wir uns angucken müssen, müssen wir nicht selber spielen. Entschuldigung. Was ist sie denn jetzt? So, kann ich das nicht drehen? Zurück, ich kann das nicht mitnehmen. Okay.
komme ich nicht runter, ne? No, no, don't come over here. Scheiße. Ja, nun? Get back to your room right now! Hab ich das jetzt verkackt? Ja. Ja. This house has seen more than you can imagine. Ja, ich dachte, da ging es irgendwie weiter. Dann bist du da hinten irgendwie hin, ne? Aber wahrscheinlich bin ich der Erste, der hier total verkackt hat. Aber es ist mir egal. I know you and Zoe are plotting. I know you were scheming. I think I don't know what you want to do with that boy, Ethan. So, jetzt muss er sich umdrehen. Oder kommt die gleich nochmal raus? Haut die da nochmal ab? Wie läuft die denn jetzt? Okay. Also pass auf, im Idealfall, ne? Kommt die jetzt raus, geht ein Stück links rum. Geht sie da jetzt in die Ecke oder geht sie rein? Okay, wir holen jetzt einfach ab. Einfach ab durch die Mitte. Okay, war vielleicht gerade nicht der smarteste Plan. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Ich hab gerade keinen Plan, wo ich hin muss. We open our home. We open our hearts. And what do you do? Ja, wegrennen. Habe ich jetzt einen kleinen Moment, um mal hier schnell zu gucken. Okay. Drehen. Ich kann links hoch, runter. Aber kann ich auch... Hä? Ah! Okay. Ansatz war gut. Guck mal, es wird akzeptiert. So ist es jetzt aufgegangen. Da. Ja klar, komm. Wir machen es eng, damit ein Jumpscare noch kommen kann. Damit der Captain sich einfach mal wieder hart erschreckt. Damit er laut schreit. Damit Don Hubi sich fragt, wofür habe ich überhaupt Geld bezahlt? Oh Mann. Aber echt, wirklich, nochmal tausend Dank für das Abo. So, Checkpoint. Das ist immer schon mal gut, wenn er lädt. Oder speichert. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. Gotcha! Nö. Get back to your room right now!
mich jedes Mal. Das kriegt mich jedes Mal. Fies wäre jetzt gewesen, so ein Neustart, so du fängst von vorne an. So, wir wissen, wo sie herkommt. Sie kommt gleich von rechts. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. Und jetzt rennen wir immer nicht in die Arme, würde ich sagen, you, oder? You! All you have to do is accept her fucking gift! Stay right there, you little bitch! Hat sie mich schon wieder? Warum? Oh Mann, ey. Okay, sie sind gescheitert. Und meins. Weiter. So. Kommt sie da jetzt schon? Triggerpoint. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. You! You! All you have to do is accept her fucking gift! Wo geht's denn längs? We love you! Why can't you see that? Embrace us! Okay. So, haben wir hier Nick stehen, ne? Einfach hier Stock-Image. Das ist suboptimal. Where do you think you're going? Zu Meckes. Ich habe mal eine technische Frage. Versteckspiel, schließen Sie das Mia-Video ab. Uiuiui. Ohne entdeckt zu werden. Haben wir natürlich gemacht. What did they do to you, Mia? Aber ich habe jetzt gerade mal eine technische Frage. Also, wir haben jetzt ja gerade gesehen, wir haben so eine Videokassette gefunden, so ein VHS-Tape. Und ich habe jetzt auch nicht mal gerade irgendwie ansatzweise was auf dem Schreibtisch stehen, was diese Größe hat. Aber diese VHS-Kassetten haben schon eine beachtliche Größe. Und wenn ich dann wiederum einen Camcorder, also liebe Kinder da draußen, eine Kamera, wo diese große Videokassette reinpasst, dann wird das Ding schon ein bisschen unhandlich. Also ich erinnere mich früher, Mitte der 90er dran, da hatte mein Vater hatte von einem damaligen Arbeitskollegen so eine Kamera mal ausgeliehen, wo man auch direkt auf VHS aufnehmen konnte. Das war so groß, das musste auch über die Schulter drüber und hast du nicht gesehen, dass die Leute, wenn er irgendwo mal gefilmt hat, immer dachten, er kommt von RTL oder so. Oder vom Fernsehen, weil so eine riesen Kamera dabei hatte. Ne? Also sowas ähnliches muss sie ja auch gehabt haben. Das ist doch unhandlich. Wie rennt sie denn damit rum? Und vor allen Dingen sich vor hier Maggie Margaret zu verstecken. Mit so einer riesen Kamera in der Hand. So. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, aber wir müssen ja noch irgendwas finden dann. Haben wir überhaupt eine Karte? Drücken wir auf M für Map. Ah, okay. So. Okay, wir können gleich mal, oh ja, ins Kinderzimmer gehen wir nochmal. So, da ist was verschlossen. Kinderzimmer. Aber schön, dass im Zimmer der Großmutter eine kaputte Schrottflinte steht. Da ist der Name Programm. Wir gehen, achso, wir müssen umdrehen. Müssen wir hier lang? Sie muss leider weiter, achso, so, ich muss leider weiter, beziehungsweise im Bettchen, der Wecker klingelt früh. Don Hubi, ich küsse deine Augen, Habibi, vielen Dank fürs Einschalten und dabei sein, vielen Dank für dein Abo. Und wenn du magst, dann sind wir am Freitag
wichtig, nicht Mittwoch, am Freitag wieder live dabei. Und spielen Phantasmagoria Teil 1 zu Ende. Also würde mich freuen, Freitagabend 20.30 Uhr. Wenn du da bist. So. Bis Freitag. Ja, ich würde mich freuen. Und bring deine Freunde mit. Was war das jetzt? Wieso hat das hier so gewackelt? Kinder, wir werden aber auch nicht so ewig machen. Wir gehen jetzt erstmal Inventar aufräumen und speichern. Wir werden auch nicht so ewig machen heute. Einfach aus dem Hintergrund, morgens klingelt mein Wecker auch um 5:30. Im Regelfall. Denn dank meinem neuen Job, und das meine ich wirklich so, bin ich viel früher zu Hause als sonst und ich bin auch viel, viel ausgeglichener als vorher. Aber ich muss halt doch ein bisschen früher aufstehen. Das ist aber okay, da habe ich auch gar keine Probleme mit. Deswegen werden wir, glaube ich, auch ab nächste Woche gucken, dass die Streams auch dann schon um 20 Uhr beginnen und nicht mehr um 20.30 Uhr. Weil die Zeit habe ich jetzt dafür. So, das packen wir mal weg. Die Münze brauchen wir auch nicht. Dann haben wir jetzt hier noch blauer Hundekopf. Den schmeißen wir mal dahin. So. Erstmal speichern. Ja, wir haben noch keine Stunde gespielt, ne? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie viel schon noch gelabert und so. Aber haben wir jetzt. Aber machen wir mal nicht. Ich könnte auch gemeinsam nur sagen, ja, wenn Don Hubi weg ist, wenn der Geldgeber nicht mehr da ist, dann mache ich nichts mehr. Aber das machen wir ja nicht, weil ich mache das ja hier, um Spaß mit euch zu haben. Und anscheinend gefällt euch das, was mir wiederum sehr gefällt. Und das ist eigentlich schon alles. So, hier brauchen wir was, was wir noch nicht haben. Oder? Nein. Aber das ist cool, das ist theoretisch. Warte mal. Nee. 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 Nein. Abbrechen. Netter Versuch, legen Sie ein Objekt auf einen Schattensockel, das nicht dorthin gehört. Achievement unlocked. Okay, aber jetzt. Gucken wir nochmal auf die Map. Wir sind jetzt hier unten. Da ist die Ausgangstür. So. Garage ist dicht. Waschraum ist speichern. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Wenn wir Kinderzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum. Das ist aber... Ja, aber da kommt er noch nicht hin, ne? Ich meine, wir haben da noch keinen Schlüssel für. So. Gucken wir. Jo. Abschlagen. Tag, Mutti. So, hier war abgeschlossen. Haben wir denn hier noch irgendwas übersehen? Wie geht das schon los? Oh, das ist mit diesen Schritten schlimm. Also ein Dietrich wäre ganz gut. Wir halten fest, wir brauchen Dietrich. Da geht's wieder zurück. Da
Da kommen wir noch nicht rein. Da waren wir gerade drin. Ah, hier ist das Badezimmer. Da geht's wieder runter. Achso, oh, guck mal, hier haben wir doch was vergessen. Oh, dann, yes. Hast du nochmal gespeichert, ne? Heck of a thing, ain't it? Sure shit beats the hell out of dying. Da sollte Emma wirklich mal zum Arzt gehen. My little girl has given us a gift. And this gift is with me always. Versuch jetzt mal was. The family is only part of the gift. Which in a word means you're fucked. Ja, mal. Okay, da komme ich doch, da komme ich runter. Im Idealfall. Safe Raum? Wo ist der Safe Raum? Safe Raum. Ah, süßer, süßer Safe Raum. Ich liebe diesen Safe Raum. Jetzt ist ja die Frage: Ist er da oder ist er nicht mehr da? Mal gucken. Er ist noch da. Okay. Kommt er hier rein? Nee, ne? Der kommt hier nicht rein. Der kommt hier nicht rein. Der darf hier nicht rein. Das Hausverbot. Ich hab damit null gerechnet, Leute. Null. Null. Ist der jetzt immer noch da? So, warte mal, hier komme ich aber nicht durch, ne? Nee. Okay. You won't be long before I find you and kill you. Stitch him. Das ist so geil, wie ich den so automatisch den Koffer noch so schräg lege, ne? Where's my little Ethan? Pass mal auf. Hey, da glitscht doch gerade irgendwo rum. The way I can know. Miss me? War das jetzt eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Okay, das war eine semi-optimale Idee. So, warte mal. Ich hab doch... Ha! Hier kann er mir gar nichts. Aber ist er jetzt noch da? Also, ich habe Zeit, ne? Also, weiß er nicht. Vielleicht muss er ja nochmal auf Klo oder was.
isoliert. Okay, jetzt müssen wir drehen, drehen, drehen. Nee. So, ne? Ja. Who builds this shit? Irgendein Architekt aus Raccoon City. Der kommt gleich nochmal, der kommt gleich nochmal, der kommt gleich nochmal, der kommt gleich nochmal. Der kommt gleich nochmal. Der ist noch nicht weg. Oh, der kommt gleich nochmal. Irgendwo kommt er gleich nochmal. Irgendwo kommt er gleich nochmal. Knackt noch meine Fensterbank so. Total toll. Oh Gott, in welchem Raum sind wir denn jetzt? Man weiß es nicht. Okay. Oh, Messer. Messer. Ja, damit. Stimmt. Das gibt's ja auch. Was können die denn machen? Sinneschärfe, wodurch sie Objekte einfacher aufspüren können. Ja, das können wir später. Das ist okay, das ist ja Resident Evil Remake. Oh, Lasagne, lecker. Sieht zumindest nach Lasagne. Aber wer bitte stellt, das sind so diese asozialsten Menschen überhaupt, ne? Einfach so eine leere Auflaufform reinstellen in den Kühlschrank. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Keine Ahnung, ihr wisst, das ist noch was Hammerleckeres zu essen im Kühlschrank. Und dann geht ihr da hin und da steht die Verpackung und dann macht ihr die auf und da ist da nichts mehr drinne. So, so asozial ist das. So asozial. Geht gar nicht. Ah, hier haben wir noch eine Tür. Ja, wir haben keinen Lockpick, ich weiß. So, ich darf euch was vorlesen. 14. Juni, Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg, er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli, drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August, obdachloser Mann, in drei Tagen verwandelt. Er ist der 13. Oh, da war noch ein Foto. Hallo. Kann man das ansehen? Nein. Schubladen, nix. Hier ist. Hat er so wieder bestimmt hier so ein Dietrich drin? Nee, lass. Lass man. Das könnten all die Opfer sein. Voll die Opfer, ey. So, wo kommen wir jetzt hier raus? What the? Kollege, ich habe auf leicht gestellt. Reicht auch jetzt hier. Einer reicht. Danke. So, die Frage. Achso, oh, und dann kommen wir. Ich habe keinen Schlüssel. Aber haben wir noch. Ne, Schießpulver haben wir auch nicht. Also das heißt, wir müssen jetzt mit der Munition auskommen, die uns zur Verfügung steht. Ah, ein neuer Safe-Raum.
Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, er ist der Schlüssel hier raus. Okay, cool. Thanks, Captain Obvious. Oh. Ja. So, noch was hier? Kann irgendwas loswerden? Pass mal auf. Das brauchen wir jetzt nicht. Und das lassen wir jetzt auch erstmal. Gut. Können wir speichern. Das war... Ach komm, Augenblick machen wir noch. Dann gucken wir uns mal den Anfang vom Keller an. Aber den Zerlegungsraum, ich glaube, den heben wir uns auf für nächste Woche. Stabil. Ich glaube, es ist ein bisschen Feuchtigkeit im Keller. Also ganz leichter Schimmel. Mein Vermieter sagt, wow! Da ist er auch schon. Vermieter. Der hat aber gesagt, das ist okay, das kann man übermalen. Hm, 420 Ammunition. Just saying. Könnte aber gut nochmal... was haben. So, Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A und ein Handabdruck. Oh, Scheiße. 3A und ein Handabdruck. Ja, aber das sind aber 3A. Sean. Hier. William. Lara. Travis. Okay. Handabdruck. Alter, in einem von dem ist doch noch ein Viech drinne. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Also hier ist ja verschlossen. 3A. Ah, warte mal. 3A. William. Sean. Warte mal. 3A. Bin jetzt vielleicht Lara hat 2A, William hat 1A und ein Handabdruck. Okay, das war's nicht. Okay. So, hierzu.
Verletzung. Aber da ist jetzt ein... Ja, yeah, komm, 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 komm. Da ist einer drin. Ja, super lecker Schmackofatz. So, jetzt wird es auch ein bisschen dünn mit der Muni. So, haben wir jetzt gut genommen, ne? Hier der Zerlegeraum? Da müssen wir durch. Und ich glaube dann aber auch da vorne ist dann der Zerlegeraum. Aber den gucken wir uns nächste Woche. Den gucken wir uns nächste Woche an. Mal gucken, was wir hier noch haben. Achso, okay, ja genau. Warte mal, wir waren jetzt gerade... Hä? Doch, da waren wir. Achso, dann geht's in den Boilerraum und vom Boilerraum geht's in den Zerlegeraum. Wir können ja auch bleiben. Pistolenmunition. Ich will hier irgendwie aber gerade noch gar nicht rein. Schatzfoto. Okay. Und ein Genscher. Haben wir mal gelohnt. So, wo kommen wir hier hin? Oh, geht das noch weiter runter, Junge? Ah, das ist die Leichenhalle. Das Steak ist durch. Essen fassen es sich jetzt erst. Mahlzeit dufte. Lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken. Komm, ob wir ein Steak essen. Du bist nicht eingeladen. So, wir machen jetzt aber folgendes. Wir werden jetzt. Warte mal, wieso geht die Tür so komisch auf? Ach nö. Ah, das mit den Headies läuft. So. Oh, wir gehen jetzt aber in den Safe-Raum. Wir können mal Folgendes machen. Heilen will ich mich ehrlich gesagt irgendwie noch nicht. Okay, das kann jetzt erstmal weg. Das brauchen wir gerade nicht. Da unten bin ich auf normal sehr häufig gestorben, musste am Ende viel messern. Oh ja, messern. Das ist... Weiß ich nicht. Müssen wir auch mal ausprobieren. Zumindest ist, glaube ich, das Messer ja aber unendlich lange haltbar.
So, was haben wir jetzt hier noch drin? Wir haben jetzt noch eine flüssige Chemikalie und das war's dann auch. Gut. Ansonsten... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade brauchen und den... Naja, den werden wir nachher nochmal los, ne? Und den Genscher... Den Genscher können wir auch noch für irgendwas einlösen. Aber das machen wir nächste Woche, liebe Leute. So, wir speichern jetzt. Denn das war Part 2 von Resident Evil 7 Biohazard. Hier auf meinem feinen kleinen Twitch-Kanal. Hier auf YouTube. Und gespielt haben wir das Ganze über Shadow-PC. Und wenn ihr euch euren Cloud-Gaming oder euren Rechner in der Cloud sichern wollt, dann gibt es von mir ein bisschen Starthilfe. Mit dem Promocode CLOUDPLAY kriegt ihr 10 Euro Rabatt im ersten Monat. Das ist eine coole Sache. Schockt. So, und für YouTube sage ich schon mal vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.